Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3. Kann sein, dass das Mikrofon heute ein bisschen lauter ist. Ich hab's ein kleines bisschen neu justiert, umgestellt, keine Ahnung, was auch immer. Und auf jeden Fall, ich rutsche ziemlich oft in den roten Bereich. Weiß nicht, ob das gut ist, weiß aber auch nicht, ob das schlecht ist. Wir werden sehen. Ich werde erstmal die Folge aufnehmen und danach mal schauen. So, das zum Anfang. Jetzt geht's erstmal weiter mit der Nebenquest. Das ist die letzte Nebenquest tatsächlich hier in Novigrad, beziehungsweise wählen. Novigrad wählen, schräg, also Novigrad schräg schräg wählen. Ich glaube, so kann man das am besten sagen, ausdrücken. Pipapo. Taverne nirgendwo. Da können wir auch mal kurz reingucken. Ich habe ja gesagt, Tavernen und so weiter, da werde ich jetzt öfters mal vorbeigehen, weil wir brauchen Alkohol. Hat er nicht gesagt. Aber doch, wir brauchen Alkohol. Draußen verprügeln sie sich, das ist mir egal. Hallo, die Dame. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Bist du ein Künstler? Ein Schwertschlucker? Nein, ein Hexer. Monsterschlechter. Noch nie gehört. Tja, spielen wir Karten. Wir hatten tatsächlich noch nicht das Vergnügen. Ich habe Lust auf ein wenig Unterhaltung. Eine Partie Gwent wäre mir am liebsten. Gut, die ziehen wir jetzt sowas von ab. Wir haben das Turnier gewonnen. Ganz ehrlich, uns kann nichts mehr schocken. Deswegen, wir starten einfach unser Deck. Das Turniergewinnerdeck. Easy going. Spione. Spione, Helikopter. Was glaubt ihr, was das gekostet hat? Nein, gut, wir lassen es einfach so. Ganz ehrlich, mit zwei Spionen, Finte und Kommandanten Dingsabumster. Was soll uns da großartig passieren? Wir haben zwei Helden, 15, 10. Easy. Ihr, bitteschön. Damit kannst du nichts anfangen. Aber ich krieg eine ganze Menge dadurch. Oh, Rädersporn. Weißt du was? Wenn wir schon dabei sind hier, den kannst du auch gern haben. Oh, wir haben Triss und Geralt gekriegt. Das ist sehr freundlich. Ja, doch, doch, das ist sehr freundlich. Wir haben sogar schon jetzt einen Punkt mehr als sie. Wir haben aber keinen Wiederbeleber, ne? Weißt du was, da sind wir mal großzügig. Hier, komm, hast du, hast du, hast du. Ah, Pyra-Spion, sehr schön. Den können wir vielleicht nächste Runde wiederbeleben. Ah, guck mal, da haben wir noch einen Spion. Mensch, bald haben wir das ganze Deck auf der Hand. Was ist denn da los? Wir spielen nur mit Spionen. Easy. Ja, guck dir das mal an. Also, ganz ehrlich, wenn das jetzt für die erste Runde nicht ausreicht, dann fresse ich einen Besen. Wir brauchen auch nur die beiden Karten legen. Dann haben wir sie schon wieder eingeholt. Das ist ja ein Traum. Mensch, 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 Mensch. Hier, gucke. Ciri, bam. Pff, was machst du jetzt? Hä? Wie süß. Hier, komm. Hinterher. Oh, putzig. Komm, hauen wir noch einen Zehner drauf. Immer drauf da. Weil die kann sie uns auch nicht kaputt machen. Ganz ehrlich. Da kann sie noch so viele Leute dahin spielen. Das ist mir vollkommen Wumpe. Gegner passt. Gut, bei vier Karten kann ich verstehen. Und gleich haben wir wieder 10 Karten auf der Hand. Easy. Hier, bitteschön. Dann legen wir den. So, dann kleinen Rittersporn. Oh mein Gott, ein Nebelchen. Gut, das macht jetzt nichts. Dann können wir den auflegen. Alles süße kleine Karten. Oh. Ah, jetzt wird's gefährlich.
Legen wir den auch noch. Was soll's. Gegner passt. Sehr schön. Also wir haben jetzt ja eigentlich schon gewonnen, aber ich will sie jetzt so richtig auseinanderfetzen. Sie hat sich mit uns angelegt. Hat sie selber Schuld. So, 12, 8, 32 nochmal dazu. Weil es so schön war. Autsch. Das tat weh. Ich glaube, wir haben ein kleines bisschen übertrieben. So, aber jetzt gucken wir mal, was sie da zu erbrüchen hat. Dort Blataner Speer. Speer klingt doch gar nicht mehr so schlecht. Was hat der Koch denn heute zubereitet? Das würde mich auch interessieren. Wobei das, was der Koch gemacht hat, das interessiert mich eher weniger. Ich bin an den Chemiezutaten interessiert. Kirschlikör. Was bist du? Mahakama Schnaps. Nilfgaardische Zitronenwodka. Was haben wir hier? Redanischer Kräuterschnaps. Und was haben wir hier? Chimärischer Roggenschnaps. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles. Den Rest brauchen wir nicht. Den kannst du behalten, den Scheiß. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wer will denn diesen Dreck überhaupt haben? Da ist ein Bauer. Bauer, Bauer. Alles hier Bauern. Das Leben ist ungerecht. Ja, ist es auch. Er stirbt nicht. Da steht Bandit. Warum stirbt er nicht? Der unsterbliche Bandit. Hallo, wir wollen helfen. Die sterben nicht. Okay. Da können wir nichts tun. Schade. Ich hätte gerne geholfen, aber hey, wenn die nicht sterben wollen. Ein Kaufmann. Was hat der denn anzubieten? Ach, mit dem hatten wir schon mal gesprochen. Der hatte nur eine Plünder, ne? Soweit ich weiß. Ja, der hat nur Schrott gehabt. Weißt du was? Der hat aber ein bisschen Geld, der hat ein paar Sachen verkauft und wir haben nichts zu verkaufen. Ne, von Plötze kriegt er auch nichts. Das ist zu gut für ihn. Danke. Komm bald wieder. Hier ist es am billigsten. Ja, habe ich schon gemerkt. Deswegen kaufe ich auch nichts. So. Da ist ein Bettler, Südtor, blablabub. Ich weiß noch nicht mal, wo wir hin müssen. Guck mal kurz auf die Karte. Lohnt es sich zu laufen? Okay, mittlerweile ja. Na klar, wir hätten jetzt noch eine Schnellreise machen können. Aber weißt du was? Wir machen was Seltenes. Wir machen was ganz Seltenes. Damit auch die Plötze-Liebhaber beruhigt schlafen können. So. Schau mal einer, guck. Reiten kann ich auch noch. Gelernt ist gelernt. Reiten wir von dann. Da musst du lang.
Los, lauf! Lauf! Flieh, Plötze, flieh! Ja, ich reite mit dem Pferd über den Hof. Das ist doch was ganz Natürliches. Aus der Sonne. So. Ach, der Dame müssen wir Bescheid geben, dass das Kinder waren, ne? Und Hexer, was gibt's? Ich hab die Diebe gefunden. Ich habe ein paar Kinder im Wald gefunden. Die hatten deine Hühner gestohlen. Ah, Kinder, wie? Und, sind sie auch auf Wölfen geritten? Das sind keine Wölfe. Die Kinder sind nur klug. Wenn sie ein Gramm Verstand haben, bleiben sie jetzt weg von meinem Hühnerstall. Lass sie bei dir wohnen, dann stehen sie nicht mehr. Nimm sie doch bei dir auf, dann beklauen sie dich nicht. Ja, aber dann muss ich sie ja durchfüttern. Davon habe ich nichts. Aber, tja, ich denk mal drüber nach. Das ist lieb. Gut, dann haben wir die Nebenquest auch erfüllt. Sehr schön, da vorne war ja ein Wegweiser gewesen, ein Weg. Big Punkt da. Zum Schnellreisen. Weil jetzt haben wir nämlich das die große Problematik. Hauptquest. Novigrad. Klar. Blood and Wine, Hearts of Stone. Gut. Nebenquests. Hearts of Stone. Und nur noch Skellige. Und Kaer Morhen. Kaer Morhen könnten wir machen. Stimmt. Hier haben wir nur noch Skellige bei den Hexaufträgen. Schatz suchen. Skellige. Wir haben tatsächlich nur noch Skellige vor uns und eine Quest in Kaer Morhen. Deswegen machen wir Kaer Morhen jetzt als erstes. Aber dann sind wir nur noch in Skellige unterwegs. Ich meine, überleg dir das mal. Wie geil ist das denn, bitteschön? Komplett finito. All das hier. Vorbei. Wir haben es fertig. Leute, wir haben es fertig. Jetzt fehlt nur noch Kaer Morhen. Dann müssen wir nur noch an den See, durch das Monster platt machen. Fertig. Geralt musste ihre wir haben nur noch Skellige vor uns. Er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Ja. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Ich hab das. Abalach begann Pläne zu schmieden. Man muss dazu sagen, ich habe das jetzt schon mittlerweile so oft gehört, ne? Das hängt mir zu den Ohren raus. Ich meine, cool alles das, was wir so machen, so nochmal so eine Zusammenfassung, falls man jetzt gespeichert hat und wieder reinkommt und dann nicht mehr weiß, okay, wo war ich stehen geblieben. Sehr praktisch, wunderbar, aber ja, wenn man mal eine Zeit lang Nebenquests gemacht hat und dann nicht weiß, okay, gut, was war nochmal Hauptquest-mäßig los, wirklich super, aber dass es dann ständig kommt, ist auch ein bisschen aber ihr wisst auch nicht, wie man das besser umsetzen kann. Mich persönlich nervt es nur ein kleines bisschen. Aber es kommt ja auch nur, wenn man die Welt wechselt. Also von daher ertragbar. Also wenn man ein Spiel startet und die Welt wechselt. Ansonsten kriegt man davon nichts mehr mit. Bei einer normalen Schnellreise hat man ja einfach diesen Ladebildschirm. Fertig. So. Hier soll irgendwas töten. Irgendwas tötet hier. Da hinten. Troll. So einen großen habe ich nicht mehr gesehen seit Ewigkeiten. Irgendwas sagt mir, dass er ein wenig aufgebracht ist. Ganz kleines bisschen. So. Troll machen die jetzt. Bumm. Sag ich doch. Haha. Au. Bam, bam. Ach, du liebliches Trollnest.
Wenn ich schon hier bin, kann ich mich ja auch umsehen. Alter Brief. Der Troll scheint nicht ganz ungeschickt, aber dass er schreiben kann, hätte ich nicht gedacht. Alter Brief. Die vom Professor Ausgewählten sollen sich zur bezeichneten Zeit vor der Festung einfinden. Wer zu spät kommt, die passende Ausrüstung nicht dabei hat oder ungehorsam ist, ist des Todes. Wir beginnen unseren Angriff auf Kermorhen mit unseren Einschüchterer. Es sollte kein großes Problem sein, sich der Festung zu bemächtigen, die im Vernehmen auch nur von einer Handvoll Hexer gehalten wird. Also beeilt euch. 50 Orens erwarten euch für jeden abgeschnittenen Mutantenkopf. Sobald wir die Geheimnisse der Hexer an uns gebracht haben, müssen wir uns trennen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Jeder von euch muss dann auf eigene Faust nach Wüsemer zurückkehren. Dort finden wir uns wieder zusammen. Asa, Shape. Ein Angriffsplan für die Festung. Das habe ich anders in Erinnerung. Der Troll muss dessen Besitzer noch vor der Festung abgefangen haben. Offenbar haben wir dem Troll einiges zu verdanken. So. Hat er gut gemacht. Unser freundlicher Troll verabscheut wohl ertrunken. Kann ich verstehen. Ich mag den Troll. Auch wenn er jetzt tot ist. Wobei, jetzt wo er tot ist, mag ich ihn noch mehr. Ich mochte ihn schon zu Lebzeiten, aber tot mag ich ihn noch mehr. Ich glaube, damit können wir leben, oder? Gut, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Dann sind wir auch mit Kermoren fertig. Heidewitzka. Wir haben gerade mal eine Folge dafür gebraucht. Das ist beeindruckend. Dann kommt jetzt nur noch unser Nemesis. Skellige. Wo wir noch sehr viel zu tun haben. Sehr, sehr viel. Weil ich habe mich da immer so ein bisschen vorgedrückt, wegen den ganzen Schifffahrten und so weiter. Ich meine, ist cool, Inseln und so weiter. Alles super. Erinnert auch ein bisschen an Wikinger, Skyrim oder sowas. So in die Richtung. Auch vom Verhalten der Leute her. Problem dabei ist aber wirklich dieses ständige über Wasser fahren müssen. Und dass die ganzen Sachen dann irgendwie nur so komische Plünderkisten sind unter Wasser, das ist... Ich meine, so ab und an ist das cool, macht Spaß, aber wenn es dann wirklich dauerhaft ist, ist schon wieder ein bisschen uncool. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal nach Kaer Trolde. Oder? Holen uns dann hier die Dinger. Alten Wachturm wollten wir auch noch machen. Also wir holen uns die Dinger. Ich glaube, wir gehen dann bis hier hinten. Und machen dann erstmal hier das Stück. Wir machen das jetzt systematisch. Zack, 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 zack. Ich glaube, das sollten wir in einer Folge hinkriegen, diese paar Fragezeichen. Ich habe den Schwimmweg mit einberechnet, gerade eben so auskalkuliert. Das passt schon, das kriegen wir hin in einer Folge. Wird top. Geralt musste Eredin entgegen. Könnt ihr schon mit drauf vorbereiten? Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Was hab ich noch gesagt? Sieht man nicht so oft, ne? Ja, gut. Hat sich, glaube ich, erledigt, was meine Aussage betrifft. Ich möchte gerne revidieren, ich möchte. Gerne alles Gesagte zurücknehmen. Nein, das sind wir wirklich nicht oft. Wie gesagt, heute zweimal, weil wir zweimal die Welt gewechselt haben. Normalerweise macht man eine Welt fertig und geht dann zur nächsten. Irgendwie so weit in die Richtung. Gut. Heute Ausnahme. Heute jumpen wir ein bisschen von hier nach dort, von überall nach hin. Darf aber auch mal sein. Ganz ehrlich. Und jetzt sind wir sowieso fest auf Skellige erstmal. Kommt nichts anderes mehr. Wir machen keine Hauptquest weiter, erst wenn wir Skellige fertig haben. Das ist mein Wunsch, weil wir sind kurz davor, Eredin anzugreifen oder zu besiegen. Und dann möchte ich schon ganz gerne vorher alles soweit geregelt haben. Wenn ich ehrlich bin und ehrlich sein darf. Und da ist ein Kräuterhändler, den brauchen wir einmal kurz. Ich muss einmal kurz gucken, was brauche ich. Vielleicht hat er das jetzt zur Verfügung. Oh, ich würde wirklich gerne ein Ründchen Karten dreschen. Haben wir noch gar nicht. Spielen wir Karten. Wie wäre es mit Gwind? Gut, dann spielen wir noch mal eine Runde Gwind. Kurz bevor wir Eredin platt machen. Also erst kurz davor. Wir werden wahrscheinlich so um die 200 Folgen haben. Gehe ich mal von aus. Allein für das Hauptspiel. Das muss man sich einfach mal auf die Zunge zergehen lassen. Hier, der kam weg.
drei von denen, was will ich denn damit? Reicht, wenn ich zwei habe. Okay, wir haben keinen Spion. Aber wir haben eine Finte. Okay, wir haben einen Spion. Aber wir machen erstmal... Gucken wir mal, wie er reagiert. Er passt. Das ist in Ordnung. Dann passen wir mal mit. Da haben wir einen Spion. Sehr schön. Dann fangen wir mal direkt an. Mit dem Spion kann er nichts anfangen. Und damit er erstmal ein bisschen beschäftigt ist. Weil jetzt muss er liegen. Er muss. Nutzt alles nichts, er muss liegen. Ich meine, im Prinzip hier können wir jetzt eigentlich alles raushauen, was wir da haben. Juckt eh keinen. Aber ich bin ganz gespannt, was er da so spielt. Ach komm, weißt du was? Wir sind ja mal nicht so. So, hier, bitteschön. Ja gut, das holen wir schnell auf. So. Bin schon wieder bei ihm. Mhm. Gut, kann man machen. Was haben wir da? Da haben wir nichts mehr, ne? Wir könnten das eben so machen. Komm, wir lassen ihn mal eine Runde gewinnen. Und ziehen dann in der nächsten Runde richtig ab. So, er macht den ersten Zug. Hat einen Wiederbeleber. Mhm. Holt einen Spion. Okay. Damit habe ich auch schon fast gerechnet. Noch ein Spion. Aha. Interessant. Aber das hat mir gereicht. Wir haben genau die zwei Karten gekriegt, die wir haben wollten. So, meinetwegen können wir jetzt den auch noch spielen. So, geben nochmal 10 Punkte. Der macht gutes Wetter. Finde ich schön. Kann man machen. So, hier, bitteschön. Ah, hätten wir noch ein bisschen gewartet, hätten wir noch Spion gekriegt. Okay. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, die besten Karten spielen wir noch nicht. Sicher ist sicher. Aber jetzt denkt er, jetzt hätte er eine gute Chance, ne? Oh, der kriegt leider keinen Bonus. Schade. Könnte knapp werden. Also der hat jetzt wirklich die ganz hohen Karten bis zum Schluss aufbewahrt. So wie wir auch. Aber wir sind ja richtig mies. Upsala. Upsala. Wie konnte das denn passieren? Gut, haben wir das gewonnen?
Sehr schön. Kann ich dich für etwas aus... Oh, wir haben Greifen erhalten. Interessieren? Ja, zeig mal, was du hast. Vielleicht. Zeig mal, was du hast. Oh, Bücher. Das eine haben wir noch gar nicht gelesen. Mensch, da werde ich jetzt aber... Wappentiere, Buch. Sehr schön. Hat er... Ja, hat er. Die brauche ich auf jeden Fall. Alles andere weiß ich nicht. Weiß nicht, was ich sonst so großartig brauche. Können wir kurz gucken. Da fehlt mir Rot, da fehlt mir Grün. Und die könnte ich ja rein theoretisch machen. Weiße Möwe. Alles vorhanden. Nur einmal. Aber weiße Möwe brauche ich auf jeden Fall. Welche mystische Substanzen. Rubido brauche ich noch, ne? Ne, Nigredo. Nigredo brauche ich. Kann man hier irgendwo Nigredo da? So, und dafür brauchen wir Short-Mutagen. Da brauchen wir bestimmte Mutagene für. Troll-Mutagen. Gut, dann müssen wir Trolle töten. Succubus müssen wir töten. Wahrscheinlich ein Doppler. Ja. Schade. Bomben können wir eine machen. Was fehlt uns da? Äther. Okay. Hopfendolden. Okay. Quibift. Gut, dafür brauchen wir die Credo. Überlegen, der Tanz in der Stern. Okay, Bomben brauchen wir jetzt nicht unbedingt großartig besser machen. Bestienöl. Ah, da brauchen wir wahrscheinlich auch die Credo bei denen. Ne, tatsächlich nicht. Hybridenöl. Albedo brauchen wir. Ah, okay. Das brauche ich aber auch noch. Also ich brauche Albedo, Nigredo und Rebis. Das heißt, das könnten wir eigentlich alles knicken. Weil diese drei Sachen brauche ich auf jeden Fall für die Rüstung. Die Rüstung finde ich tatsächlich ein bisschen interessanter als Alchemie-Sachen momentan. Wie gesagt, aber ich werde bei Gasthäusern und so weiter, werde ich immer schön nach den Alkoholsachen gucken und dann per Alchemie die weiße Möwe herstellen. Das wusste ich vorher gar nicht, dass man die weiße Möwe selber herstellen kann oder herstellen muss. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich natürlich überall immer Alkohol gekauft. Weil das fühlt sich halt immer sehr... Hallo, willkommen. Das fühlt sich immer über Zeit auch bei den Händlern. Was duftet hier denn so? Und so oft wie wir an den Händlern schon vorbeigekommen sind. Oh, der hat viel Alkohol. Das ist gut. Nehmen wir alles mit. Seinen gesamten Alkoholvorrat kaufen wir jetzt auf. Das ist zu verzehren. Okay. Danke, dass du Zeit für mich hattest. Sehr schön. Dann gehen wir mal kurz an unsere Truhe. Ich sortiere eben die Plötze-Sachen ein und auch die Hexerrüstung. Ich glaube, Katze haben wir auch soweit fertig. Greifen, Silberschwert. Weil ich muss die jetzt wieder einsortieren, sonst haben wir gleich nicht genug Platz. Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert. Oh, das klingt so gut. Aber wir müssen die auf Großmeisterstufe verbessern.
meisterlich gefertigte Katzenstiefel. Die Katzenrüstung ist komplett fertig. Die Wolfschuhrüstung ist komplett fertig. Das Einzige, was uns fehlt, ist Greif und Bär. Und dafür brauchen wir halt noch ein bisschen... Für die Pfeile machen plus 7 Schaden. Packe ich aber erstmal rüber. Die habe ich irgendwann mal hergestellt. War noch relativ einfach herzustellen. Dann will ich die großen Steine auch rüberpacken. Dann mal gucken, ob ich daraus nicht vielleicht das sind übrig gebliebenen auch große Steine machen kann. Müsste ich mal gucken. Weil vorher haben wir die ja immer verkauft. Weil ich kann die auch verkaufen. Ganz ehrlich. Auf die paar mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an. Behalte die großen für die Rüstung. Und für die Waffen. Und das war's, der Rest kommt weg. Jeder kann auch noch rein. Dann war's das. Der Rest wird jetzt alles verkauft. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und schönen Tag. Bye.